mir unvergesslich ist, dass da einer nach dem 13. August 61 eine Niederlage für den Westen, für den Osten sowieso, sich auf den Weg gemacht hat und Konsequenzen gezogen hat. Nicht die großen Redensarten von den armen Brüdern und Schwestern in der Sowjetzone und von der Freiheit, sondern einer, der sozusagen den großen Redensarten Adieu gesagt hat und sich auf den Weg gemacht hat, Schritt für Schritt Politik zur Erleichterung des Schicksals von Menschen zu gehen, die für sich selber nicht Politik machen konnten. Ich glaube, dass ohne Willy Brandt, ohne seine Entspannungspolitik, das Ende des Sowjetkommunismus und der Spaltung der Welt nicht möglich gewesen wäre. Ich habe mit atemloser Spannung und zunehmender Begeisterung gesehen, dass da einer unterwegs ist, Politik auch für uns zu machen, die für uns selber keine Politik machen konnten. Also die Grenzen durchlässig machen, menschliche Beziehungen zu befördern, die Einheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Aber es war in weiter Ferne. Ja, aber er war unterwegs. Das Passierscheinabkommen war nicht in weiter Ferne, es war etwas ganz Konkretes. Jetzt mit denen verhandeln, die für die Mauer verantwortlich sind, beschimpfen. Und große pathetische Worte haben nicht geholfen, sondern sich in mühselige Verhandlungen begeben. Und das war erfolgreich. Das kann Politik sein und das muss sozialdemokratische Politik sein. Etwas für Menschen tun, die für sich selber politisch nicht wirklich etwas tun können. Ich finde ja immer noch, dass es für eine Partei wie die Sozialdemokratie und auch für die jüngere Generation ganz sinnvoll und lehrreich ist, sich zu erinnern, was erfolgreiche, jedenfalls wirksame politische Konzepte und politische Praktiken gewesen sind. Und ich habe ja den Eindruck, dass es ein wachsendes Bedürfnis gibt, nicht nur tagespolitisch hektisch und hysterisch zu reagieren, sondern sich wieder Ziele zu stellen, die deutlich über den Tag hinausgehen. Was ist denn der Wunsch nach einer anderen Art von Politik gegen die ökologische Katastrophe, als aus dem tagespolitischen Wosten herauszukommen und Politik auszurichten auf das langfristige Ziel einer lebbaren Welt. Wenn ich höre, dass eine der Protagonistinnen von Fridays for Future den schönen Satz gesagt hat, das Klima verträgt keine Kompromisse, dann ist der Satz von erhabener Richtigkeit und zugleich falsch, weil darin natürlich ein antidemokratisches Affekt steht. Demokratische Politik geht nur Schritt für Schritt, immer auch auf dem Weg von Kompromissen. Die Richtung muss nur eindeutig sein. Aber ich füge auch hinzu, Willy Brandt wurde 1969 ja auch durch eine Aufbruchstimmung in der Gesellschaft insgesamt getragen. Und er hat diese Aufbruchstimmung auf unnachahmlich überzeugende Weise Ausdruck verliehen. Das ist ganz wichtig. Wäre ganz gut, wenn heute auch wieder eine Sozialdemokratie oder ihr Führungspersonal eine solche Aufbruchstimmung personifizieren und ausdrücken könnte. Damals hieß es Willy wählen. Welchen Slogan haben wir heute? Im Moment, angesichts des Zustands der SPD, lässt sich das nicht personalisieren. Das ist eines der Fehler gewesen. Vielleicht haben Sie da ein Recht mit der Bemerkung, das übermächtige Erbe der Person. Das seither auch alle inhaltlichen Konflikte und Niederlagen der SPD personalisiert wurden. Und das halte ich für einen furchtbaren Irrweg.